Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zum Let's Play von Hope Abandoned. Einen weiteren Spiel, das ich auf Itch.io gefunden habe. Das verlinke ich natürlich in der Beschreibung, falls ihr es selber spielen wollt. Es ist im Fenstermodus. Ich hoffe, ich kriege das hinterher im endgültigen Format halbwegs so, dass es gut aussieht. Aber ich werde es nicht strecken, sonst zieht es sich, glaube ich, zu sehr in die Länge. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Mal sehen, wie es hinterher ausgeht. Ich tue, was ich kann. So, ja, wir fangen einfach mal an. Das war laut. Oh ja, ich würde gerne die Controls sehen. Das ist wirklich laut. Moment. Oh, fliegen mir die Ohren weg. Okay. Die Pfeiltaste. Enter, Escape, Dash, Shift. Okay, es sieht so aus, als bräuchte ich die Maus gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann tappe ich nicht aus Versehen aus dem Fenster. Oh. Es schien alles anzufangen, als die Familie neben uns vor einem Monat eingezogen ist. Haustiere gingen verloren oder wurden vermisst. Kinder haben aufgehört, draußen zu spielen. Zu verkaufen Schilder sprangen aus dem Boden. Die ganze Sache ist absurd, hat mein Vater gesagt. Vielleicht sollten wir auch ausziehen, hat sich meine Mutter gesorgt. Wir saßen um den Esstisch herum und führten immer wieder die gleiche Konversation, die unsere Gedanken jeden Tag besetzte. Ich fühlte mich krank. War es etwas, das wir gegessen hatten oder nur die Angst wegen der seltsamen Ereignisse, die immer schlimmer wurden? Was ist los? Mein Kopf fing an, sich zu drehen. Meine Eltern verschwanden in einem Nebel. Was passiert? Wo bin ich? War das ein Baby oder eine Katze? Also hier, Pfeiltasten. Okay. Ja, dann gucke ich mal, dass ich mich einfach auf die Tastatur beschränke. Das kann ich nicht untersuchen. Es sei denn, ich untersuche falsch. Nein, tue ich nicht. Okay, es liegen ein paar Seiten auf dem Boden. Möchtest du sie lesen? Klar. Liebes Tagebuch, wir sind an diesen neuen Ort gezogen. Ich bin nicht sicher, ob ich aufgeregt oder verängstigt bin. Ich hoffe, ich kann neue Freunde treffen. Ja, das wäre schön. So, ich möchte mich nicht mit diesen gruseligen Puppen da beschäftigen. Das ist ungewöhnlich. Alle Schubladen sind leer. Das kann ich alles nicht untersuchen. Ein Teddybär sitzt auf dem Boden. Ja, stimmt. Eine süße Puppe liegt auf dem Boden. Möchtest du sie inspizieren? Aber klar. Du drehst die Puppe in deiner Hand herum und untersuchst sie gründlich. Du bemerkst ein kleines Loch in der Rückseite. Es könnte möglich sein, das Loch etwas weiter aufzureißen. Klar, machen wir doch alles kaputt. Nicht weinen. Ich reiß doch nur deinen Kopf ein bisschen auf. Du findest einen Schlüssel in der Puppe. A Brass Key. Brass. Das. Nur eine süße Puppe in einem roten Kleid. So, und der Teetisch? Die Puppe scheint zu bluten. Ja, die Puppe scheint zu bluten, aber das ist nicht die Puppe. Ich will mich nicht über Semantik streiten, aber ich bin echt sicher, dass das ein Tisch ist. Echt sicher. Ich schwör. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Moment. Ah, steht da nicht nochmal. Entschuldigung. Ich dachte, da steht nur, du öffnest die Tür mit dem Schlüssel. Aber da stand noch irgendwas. Oh, da steht auch jemand. Du bist nicht gruselig und deine Lache auch nicht. Ich mach mal den Mauszeiger aus dem Weg. Ja. Okay. Ich lese das hier. Ja, bitte. Liebes Tagebuch, ich habe draußen eine Katze gefunden. Sie ist niedlich. Ich nenne sie Fluffy. Daddy mag Fluffy nicht. Er war wütend, als ich sie nach Hause gebracht habe. Die Badewanne ist voller Badewasser. Tepid Bathwater. Keine Ahnung, was Tepid bedeutet. Vielleicht schmutzig oder alt oder so. Du willst deine Hände waschen, aber kein Wasser kommt aus dem Hahn, als du ihn aufdrehst. Der Spiegel ist schmutzig und es ist hart oder schwer, irgendetwas da drin zu sehen. Okay, gehen wir mal Pipi machen. Du überlegst einen Moment, ob es das wert ist, in einer Toilette herumzufischen, um etwas Wertvolles zu finden, aber du entscheidest dich dagegen. Eigentlich ist das ziemlich dumm. Ich habe in so manchem Horrorspiel Schlüssel in Toiletten gefunden oder andere Questgegenstände. Möchte ich nur mal sagen. Ja.
Liebes Tagebuch, ich bin nicht sicher, wo Fluffy hingegangen ist. Ich habe ihr Halsband in Daddys Arbeitszimmer gefunden. Ich vermisse Fluffy. Okay, ich mag Daddy immer weniger. Erst mag er keine Katzen und dann tut er ihr womöglich noch was. Du hörst oben Schritte. Guter Grund, nicht nach oben zu gehen, sondern erstmal das Erdgeschoss abzusichern. Ja, du nimmst ein Buch vom Bücherregal. Anna the Able. Der erste Eintrag der Ghastly Ghost Serie. Anna the Able, das heißt Anna die Fähige? Die Talentierte? Die Befähigte? Keine Ahnung. Evan the Enlightened. Also Evan der Erleuchtete. Fünfter Eintrag. Ist diese Pflanze irgendwie wichtig? Nein. Frank the Ferocious. Ferocious. Sechster Eintrag, okay. Sind die Zahlen irgendwie wichtig? Henry the Handsome. Das sind jetzt 1, 5, 6, 8. 1, 5, 6, 8. Lisa die Luxuriöse. 12. Moment. 1, A, B, C, D, E. Ich glaube, die Buchstaben sind nur die. Ja, der Rest ist unleserlich. Also ich würde sagen, das sind einfach nur die Buchstaben sind einfach nur der Platz im Alphabet, die Nummerierung, die dann kommt. Also die Ghastly Ghost Series ist offenbar eine alphabetische Serie. Sie würde keine Geister aufnehmen, die beide mit dem Namen A anfangen. Die suchen sich dann einen aus. Mehr zu lesen. Ja, bitte. Liebes Tagebuch, Mami hat uns verlassen. Daddy sagt, sie hat sich wie ein Hitzkopf verhalten. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ich hoffe, sie kommt bald zurück. Oder bald nach Hause. Ja, das wäre doch was. Da steht Kuchen. Kuchen. Erdbeerkuchen mit 6 Kerzen. Irgendwer hatte Geburtstag. Oder hat Geburtstag. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Eine Flasche mit roter Flüssigkeit ist rausgefallen und auf dem Boden zerschmettert. Es scheint Ketchup zu sein. Vielleicht. Ja, Ketchup. Wir gehen von Ketchup aus. Ketchup ist gut. Ein Schneidbrett mit zerschnittenen Karotten. Vielleicht wollte jemand noch einen Karottenkuchen machen. Ein Messer und einige Zwiebeln auf einem Schneidbrett. Zwiebelkuchen auch noch. Messer? Klar. Ein Rezeptbuch. An meinen liebenden Sohn Edward. Your skill with a knife are second to none. Also, an meinen liebenden Sohn Edward, deine Fähigkeit mit dem Messer ist unerreicht, heißt glaube ich second to none oder unvergleichbar oder so, unvergleichlich. Ansonsten nur Rezepte. Ein Schrank voll mit altem Essen. Ein stählerner Geruch oder weht um deine Nase oder steigt in deine Nase. Aber der Kuchen ist doch frisch, oder? Stand da jetzt irgendwie auch... Ja, das weiß ich. Ich meinte, hat sich da was bewegt? Nein. Da steht jetzt nichts davon, dass der Kuchen gammelig ist. Da geht's noch weiter. Da geht's nicht weiter. Dann eben nicht. Was haben wir hier? Da kommen wir jetzt nicht durch, ne? Ne. Sieht auch wie die Haupttür aus. Eine Fedora. Klar. Was? Egal. Dieses Geflüster macht einen ja schon wahnsinnig. Klar will ich das lesen. Liebes Tagebuch. Daddy hat mir neulich Sorgen gemacht. Er hat seine Fedora nicht abgenommen, wie er es normalerweise tut, wenn er nach Hause kommt. Dann hat er mich angeschrien und mich in meinem Zimmer eingesperrt. Okay. Daddy has anger issues. Anger issues. Okay. Ein Pott mit Blumen. Gut. Noch hoch. Entschuldigung. Das ist hier etwas schwierig mit dem Fenstermodus. Was ist da hinten? Moment. Ja, okay, hinterm Vorhang scheint etwas zu sein. Ein seltsames Panel liegt dahinter. Oder hinter dem Vorhang. Es scheint ein ungewöhnliches Schlüsselloch zu sein. Du hast nichts, um damit zu interagieren, okay?
Ja, wir haben schon einen Schlüssel. Warte mal, wie war das mit dem? Nein. Einmal zurück, bitte. Okay, ein. Den kann ich aber nicht benutzen. Okay. Armor? Ah, die Fedora ist eine Waffe. Eine Rüstung. Eine stylische Fedora. Okay, offenbar kann ich da jetzt. Equip vielleicht? Oh, wie süß. Das ist Hope. Ein Mädchen namens Hope. Ich kann die Waffe anlegen. Sehr cool. Okay, dafür habe ich nichts. Ich wüsste zwar nicht, wofür ein kleines Mädchen eine Rüstung braucht. Optimize. Okay, wir sind jetzt ausgerüstet. Es liegen einige Seiten auf dem Boden. Liebes Tagebuch, ich liebe es, wenn Mama Klavier spielt. Sie spielt so schön. Daddy droht immer wieder, den Hebel abzureißen, sodass es nicht von alleine spielen kann. Ja, was denn jetzt? Spielt Mami oder spielt das Klavier von alleine? Was? So, du setzt dich ans Klavier und bereitest dich auch darauf vor zu spielen, als du einen hölzernen einen Hebel an der Basis bemerkst. Das Klavier fängt an, von alleine zu spielen. Ja, ein Player-Piano, also ein selbstspielendes Klavier. Unglücklicherweise hast du etwas zu hart gezogen. Sieht aus, als hätte sich der Hebel etwas gelöst. Kann ich das bitte wieder ausmachen? Du bemerkst, dass der Hebel lose ist. Ihn mehr lösen. Ah, jetzt ist auch wieder Ruhe hier. Bis auf dieses Geflüster da oben. Okay, also du schaffst es, den Hebel mit etwas Mühe abzuziehen und nimmst ihn mit. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was ich damit soll. Mehr Blumen. Achso, da steht nur, der Fernseher gibt nur die Nachricht von sich, dass die Kabelverbindung unterbrochen ist. Ich guck mal ein. So kann ich rennen. Wusch! Cool. Okay, wir haben nichts zum Interagieren. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man den Klavierhebel da irgendwie reinpacken. Das kennen wir noch nicht. Ja, Entschuldigung. Liebes Tagebuch, ich lerne besser zu lesen. Ich habe versucht, die Bücher in der Bibliothek zu lesen, aber Daddy jagt mich immer wieder davon. Warum? Oh, ich dachte, hier ging es noch weiter. Okay. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als jetzt nach oben zu gehen. Denn hier war, glaube ich, auch Sense, ne? Du bist nicht witzig. Du scheinst das zu glauben, dass du witzig bist. Bist du aber gar nicht. Das ist übrigens unhöflich, Leuten immer die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Hier geht's auch nicht weiter. Es liegen einige Seiten auf dem Boden. Liebes Tagebuch. Daddy hat mich. Ach so, schütteln. Nicht im Sinne von schocken, sondern im Sinne von schütteln. Daddy hat mich festgeschüttelt neulich. Er macht mir wirklich Angst. Er hat mich in mein Zimmer geworfen und ich habe seine Jacke so fest gegriffen, dass ich sie ihm abgezogen habe. Okay. Okay. Das hat Daddy dann davon. Oh, hier liegen viele Seiten auf. Ich fange einfach mal hier an. Es liegen einige Seiten auf dem Boden. Liebes Tagebuch, ich habe an Daddys Computer rumgespielt und habe sein Sicherheitspasswort geändert. Das ist komisch. Ich habe ein paar Buchstaben eingefügt und sie sind zu Zahlen geworden. Okay. Das hat dann wahrscheinlich etwas mit diesen seltsamen Büchern zu tun. Ah, oh, ein geblümtes Kleid. Klar, nehmen wir. Und eine schwarze Jacke. Müssen wir uns jetzt ausrüsten? Das Wort Hilfe wurde ins Leder eingeritzt.
Soll ich das dann anziehen? Ich kann wahrscheinlich nur eins von beiden anziehen, ne? Sieht man das dann? Ist das wichtig? Also, ich weiß jetzt wirklich nicht. Gibt es hier ein Kampfsystem? Also muss ich mich tatsächlich ausrüsten? Dann bin ich natürlich mit einem Ledermantel besser geschützt als mit einem Blumenkleid. Nee, das wollte ich jetzt mal wieder nicht. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe keine Ahnung, was. Du schaust in den Spiegel. Komm, so hässlich ist das Mädel nicht. Die ist eigentlich ganz süß. Guck mal, wie putzig die ist. Ah, Hope Abandoned. Ah, okay, Wortspiel kapiert. Hat ja auch nur 4 Stunden gedauert. Hope Abandoned. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich neulich einen auf den Kopf gekriegt? Ja, bitte. Liebes Tagebuch. Mamas Kleid ist so hübsch, nicht so wie Daddys Jacke. Er ist immer noch wütend auf mich, weil ich Buchstaben da reingeritzt habe, als er mich in mein Zimmer gesperrt hat. Was sperrt er dich auch in sein Zim in dein Zimmer? Also, gut, dann solltest du nicht seine Sachen kaputt machen, aber es ist auch nicht okay, seine Kinder einzusperren. Just saying. Also, soll ich jetzt dann doch das Kleid anziehen? Ich ziehe jetzt doch das Kleid an. Also, ich habe jetzt hier auch keinen Rüstungswert oder so. Wahrscheinlich interpretiere ich das alles völlig falsch. Es ist ja auch damenhafter, so ein Blumenkleidchen, als so ein. Den will ich nicht anklicken. Na, Model Skeleton. Gleich greift es mich an. Die Knochen tanzen, wenn man es berührt. Da ist ein Safe mit einem elektronischen Panel. Numerischer Input. Okay, wenn ich das jetzt. Wartet mal. Ja, das habe ich mir fast gedacht. 00000 ist kein sicheres Passwort. Warte mal hier. Ich hatte mich schon gewundert. I changed his safe password. Also eigentlich ist ja das Passwort, ist ja safe Passwort, ist ja doppelt gemoppelt. Sie meint wohl wirklich, sie hat über dem Computer, oder nicht sie, sondern der Briefeschreiber, meint, er hätte über dem Computer das Passwort für den Safe geändert. Also der Briefeschreiber oder der Tagebuchschreiber oder die Schreiberin, vielleicht ist es das kleine Mädchen, das hier rumläuft. Das Geistermädchen. Was wäre denn Fluffy? Fluffy hieß die Katze, ne? Ich könnte jetzt zählen oder ich gehe einfach zurück zum Bücherregal. Denn ich schätze mal, dafür ist das dann ein Hinweis, dieses Bücherregal. Ne, Lisa nicht. Henry, ABCDE. Hier, Frank the Fresh, das wäre 6. Nein. 6, 12. U haben wir nicht. Wir haben O. 15, MNO. P. MNOP. Q. R. S. Das kommt ja gar nicht hin. T. U. Das wäre ja. Nee, das geht ja gar nicht. Das wären dann viel zu viele Ziffern, oder? Mit dem Y. Das geht, glaube ich. Ich versuche das mal, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich überlege mir jetzt einmal in Ruhe, was Fluffy in numerisch wäre, und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin zurück. Also, es hat alles nicht geklappt. Ich habe auch. Fluffy ging nicht, das passte nicht. Dann habe ich überlegt, ob dieses Second to None irgendwie was zu bedeuten hat, und habe dann irgendwie das zweite bis zur Null, aber es gibt ja kein nulltes Bücherregal und ich kann das alles gar nicht mehr erklären, was ich mir überlegt habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ja Help im schwarzen Mantel steht. Deshalb hoffe ich jetzt mal. So, ich habe mir das aufgeschrieben. Es wäre 8, 5, 1. 216. Ja, oh mein Gott. Das hat jetzt echt lange gedauert. Okay.
Ja, der Safe ist offen. Okay, das heißt, wir haben jetzt. Ja, okay. Die Tür ist offen. Blut, Speer. Okay, wir fangen mit dem Loch in der Ecke an. Das ist so am auffälligsten. Ein Loch in der Wand. Und wir können den hölzernen Hebel benutzen, um es größer zu machen. Okay. Ja, das sieht irgendwie nach Elektronik aus. Das möchte ich jetzt eigentlich noch nicht anfassen. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Der Teddybär ist kaputt und es ist Blut da drauf. Okay. Dieses Blut. Das Blut selber können wir nicht untersuchen. Hier sind noch Botschaften. Entschuldigung. Liebes Tagebuch, ich habe Fluffy heute gefunden. Daddy ist so wütend. Ich habe wirklich Angst. Ich habe versucht, durch die Ecke des Raums rauszukrabbeln. Ich kann nicht. Ich habe solche Angst. Wo ist Mami? Tja, Ali auch nicht. Ein Bild von Vater, Mutter und einem kleinen Mädchen. Niemand lächelt. Naja, die haben ja auch schon bewiesen, dass sie so eine glückliche Familie sind. Die müssen nicht mehr lächeln, um das zu beweisen. Der Computer öffnet den Desktop, verschiedene Symbole und Ordner. Wir fangen oben an. Der Internetbrowser wird geöffnet. Alle Seiten beschäftigen oder dokumentieren oder diskutieren Tierquälerei. Hat er sich der Anregungen für das geholt, was er mit Fluffy gemacht hat? Es gibt hier einige Textdokumente in diesem Ordner. Alle davon enthalten Nummern statt Text. Druckeraufträge. Ein Auftrag ist noch in der Warteschleife. Den führen wir dann direkt mal aus. Okay. Verbotener Ordner. Ein einziges Video mit dem Namen 4514. Was wäre das dann? A, B, C, D. E. D-A. Dead. Das hieße dann Dead. Dead. Okay, wir schauen uns das Dead-Video an. Der Ordner verschwindet abrupt vom Computer. Ich bin froh, dass das passiert ist. Ja, wir nehmen das Papier aus dem Drucker. Das ist ein Key-Item, okay. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut. Ich war niedergeschlagen, seit ich es genau unter der Porch, was heißt nochmal Porch, Veranda zurückgelassen habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen uns jetzt wohl mit diesem. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was ich machen will. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus, ne? Ich hätte vielleicht abspeichern sollen, bevor ich mit Elektrizität spiele. Das mache ich mal einmal. Wir machen einfach mal ganz auf doof alle Richtungen. Nichts passiert. Moment. Die Nachricht, die kam mir eh so seltsam vor. Not feeling right lately. Been down ever since I left it right under the porch. Also rechts, also right, down, left. Right. Kam mir gleich so komisch vor, die Nachricht. So. Right. Down. Left. We're so smart. So. Den kaputten Bären können wir nicht mitnehmen. Dann eben nicht. Oh. Nicht irgendwo eine Lichtquelle finden? Was ist das? Oh mein Gott. Hier liegen Knochen und Blut.
Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott, muss ich mich hier durchtasten? Oh, du tastest herum und glaubst, du hast einen Lichtschalter gefunden. Da will ich jetzt wirklich das Ganze in Licht sehen. Fellreste und zerschmetterte Tierkörper liegen auf dem Boden um dich herum. Von Horror überwältigt fällst du auf deine Knie. Es braucht einen Moment, oder du brauchst einen Moment, bis du dich wieder gefasst hast, als du dich aufrichtest, also als du wieder auf deine Füße kommst, bemerkst du, dass du eine Tagebuchseite in deiner Hand hast. Daddy ist verrückt. Daddy hat unsere Haustiere getötet. Daddy tötet jedermanns Haustier. Ich glaube, Daddy hat Mom getötet. Ich glaube, Daddy wird kommen und mich töten. Töte mich nicht, Daddy. Bitte, jemand muss mir helfen. Du nimmst die belastende Tagebuchseite. Oh mein Gott. Ich speichere nochmal. Nein, ich kann hier unten nicht speichern, offensichtlich. Na super. Da ist das Mädchen. Du hörst, wie jemand kommt. Du fühlst dich, als würde jemand kommen, um dich zu holen. Du musst hier raus, schnell. Oh mein Gott! Uah! Die steht da nur, okay. Gut, dann soll sie da stehen. Wahrscheinlich kann sie sich ja teleportieren. Das hier ist der Ausgang, ne? Would have been too easy, right? So, hier ist ja noch so ein Schlüsselloch. Aber wir haben keinen Schlüssel dafür. Da läuft ein Countdown. Den können wir nicht benutzen. Das können wir sowieso nicht benutzen. Das war übrigens Beweise für Edwards Verbrechen. So. Vielleicht guckt sie jetzt ins Klo. Ernsthaft, hör auf. Was glaubst du hier zu finden? Einen Schlüssel? Ich hatte es gehofft. Wir haben ja das. Hatte ich das Messer equipped? Oh, guck mal, die Zeit läuft nicht, wenn wir im Menü sind. Ja, das Messer ist equipped. Vielleicht müssen wir den Geist attackieren. Gut, dass wir eine Rüstung anhaben. Die Macht. Das Mädchen zeigt auf dein Messer. Es ist Angst über ihr Gesicht geschrieben. Dann verschwindet sie. Müssen wir mit ihr kommunizieren? Sollen wir das Messer wegtun? Okay. Ich verstehe, die hat Angst. Die hat Angst vor dem Messer und vor ihrem Vater. Die mag ihre Mutter. Genau, sie hat Angst vor Daddy und mag Mami. Wir haben das Blumenkleid an. Moment, Moment, das geht. Ha! Sie schaut sich das Kleid an, lächelt und umarmt uns und verschwindet trotzdem. Danke. Ah, da ist sie. Das Mädchen ignoriert dich. Sie starrt nur auf den Boden vor sich. Ah, was? Okay, ich habe zu schnell geklickt, aber da stand wohl nur, dass da ein Schlüssel liegt und den haben wir jetzt genommen. Ja? Oh gut, das habe ich mir jetzt gedacht, dass ich jetzt hier hin muss. Danke, kleines Mädchen. Ja. Okay, das heißt, wir können jetzt gehen. Ha. Du rennst um dein Leben aus diesem Höllenhaus. Du siehst das Licht auf der Außenseite oder außen. Als du durch die Tür rennst, wirst du in Sonnenlicht gebadet. Du wirst von Wärme umfangen. Mit dem Tagebucheintrag des Kindes in deiner Hand rennst du nach Hause, um es deinen Eltern zu zeigen. Redemption, ich glaube, Genugtuung, Gerechtigkeit, ich habe keine Ahnung. Gerechtigkeit für das verlorene Mädchen wird gesprochen werden. Sie wird nicht länger im Nachleben leiden. Das Ende. Okay. Ja, um das jetzt nochmal zu erklären, ich war jetzt etwas in Panik, deshalb habe ich wahrscheinlich nur Wortfetzen von mir gegeben. Also das Mädchen hat uns nichts getan, das Mädchen konnte uns helfen, aber sie hat nur mit uns kommuniziert,
weil wir das Kleid ihrer Mutter anhatten. Also beim ersten Mal hatte sie Angst vor uns, weil ich das Messer hatte. Wahrscheinlich wie ihr Vater, ne? Your skill with a knife is second to none, Edward. Also das Messer hat ihr Angst gemacht, danach die Fedora, weil das die Fedora ihres Vaters war. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir den Mantel angehabt hätten auch noch. Aber das Blumenkleid ihrer Mutter, das stand ja auch auf diesem einen Zettel, dass Mamas Blumenkleid viel schöner ist als Papas Ledermantel. Und deshalb hatte sie da dann keine Angst vor uns. So, ich werde jetzt mal gucken, ob man ein anderes Ende noch bekommt, wenn der Countdown ausläuft, oder ob dann einfach dann du bist tot steht, oder ob das wirklich dann noch ein Bad Ending gibt, wie ja oft bei diesen Spielen. Können wir direkt zurück. Oh, die Credits noch. Natürlich. Ehre, wem Ehre gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt. Danke fürs Spielen, kein Problem. Hat Spaß gemacht, also muss ich sagen, fand ich gut. Jetzt nicht super schwere Puzzle, aber schon so ein bisschen zum Puzzeln. Also für das Ding mit dem Safe habe ich eine Weile gebraucht. So, continue. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir stehen geblieben waren. Okay, was war das jetzt nochmal? Not feeling right. Down. I left it right under the porch. Gut. Tough Zafir. Daddy is crazy. So. Dann, wartet mal. Ach, hier kann ich nicht in. So, das Mädchen tut uns nicht. Wir kleiden uns jetzt mal einmal vollständig wie ihr Papi. Ob wir dann so richtig Angst machen können. Oder ob das keinen Unterschied macht. Nein, das macht scheinbar keinen Unterschied. Wahrscheinlich ist es wirklich Messer, Fedora, Ledermantel. Oh, was passiert, wenn wir gar nichts anhaben von dem Kram? Das könnten wir noch mal gucken. Messer weg, Fedora weg. Nee, ich will gar nichts. Genau. Also wenn wir quasi gar, ob sie uns dann angreift, das kann natürlich sein, das wäre jetzt natürlich blöd. Das Mädchen schaut dich fragend an, als würde sie dich nicht erkennen. Okay. Das ist wohl wirklich. Gut, dann stellen wir uns jetzt hier vor die Tür und warten auf unseren Tod. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Countdown abläuft. So, noch 20 Sekunden. Vermutlich die letzten 20 Sekunden im Leben von Hope. Was wird passieren? Wir verstecken uns hier zwischen diesen Rittern. Niemand wird uns finden. Eine Gestalt, die eine Fedora, eine schwarze Jacke und eine schwarze Jacke trägt und ein Messer schwingt, kommt hinter dir her. Du bist nicht in der Lage, ihm zu entkommen. Er packt deine Schulter und rammt dein Messer in dich hinein. Einmal, zweimal, hundertmal. Alter, das ist nur ein kleines Mädchen. Du musst nicht hundertmal auf sie einstechen. Er hört nicht auf. Irgendwann verschwindet der Schmerz, als du anfängst, das Bewusstsein zu verlieren. Alles, was du siehst, ist rot, als du deine Augen schließt. Ohne die Information, die du dabei hattest, ohne dass die Information, die du hattest, an die Autoritäten weitergereicht wird, gibt es keine Chance, dass er jemals überführt wird. Da, das war's mit der Nachbarschaft. The End. Das erste Ende war ein bisschen schöner, oder? Okay, ja, ich schätze mal, das war's. Ich glaube nicht, dass es mehr Enden gibt. So, diese RPG-Maker haben ja in der Regel ein gutes und ein schlechtes Ende. Deshalb wird's das gewesen sein. Ich muss sagen, mir hat's gefallen. Also, klar. Wie ist das Mädchen da hingekommen? Wieso haben die Eltern nicht verhindert, dass es mitgenommen wird? Es ist ja oft so. Ne, diese Geschichte, ich bin in einem Horrorhaus und muss entkommen. Wie komme ich eigentlich hierher?
Ja, aber ich meine, es ist ein Gratisspiel. Es gibt es umsonst. Ihr könnt es euch runterladen. Wie gesagt, ich packe den Link in die Beschreibung. Und dafür war es echt super. Die Steuerung war in Ordnung. Ich brauchte die Maus nicht, was ganz gut war hier mit dem Fenstermodus. Und die Rätsel waren auch okay. Das erste war schwierig, aber ich glaube, das war auch. Das lag an mir, dass ich die Gegenstände, die ich gefunden habe, nicht untersucht habe. Also ich hatte ihn ja sogar untersucht, den Mantel, aber hatte das dann gar nicht mehr so bedacht, dass da ja Hilfe drin stand. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Wort könnte ich in einen numerischen Code übersetzen und habe nicht an dieses einfachste aller Wörter gedacht. Ja, selber schuld. Und das andere war ja wirklich, diese Nachricht auf dem Papierschnipsel, die war ja doch sehr merkwürdig und da, die Worte, die dann Hinweise darauf waren, wie man den Schalter legen musste, waren doch auffällig. Also war nicht zu leicht und nicht zu schwer. Mir hat es gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gespielt habe. Muss ich ja gleich gucken, wie lang das Video ist. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, überhaupt, wie ihr RPG-Maker-Spiele findet. Würde mich mal interessieren. An der Stelle dann vielen Dank fürs Zusehen. Danke für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.